außergewöhnlicher Auftrag. Mortier musste eine besondere Abmachung mit uns treffen, bevor er angenommen wurde. Ich vertraue eurer Professionalität. Oh, das ist besondere ich hoffe, Absprache. Die dunkle Bruderschaft inszeniert keine Ermordungen, egal wie viel Gold geboten wird. Setis fordert Blut, und mit Blut muss gezahlt werden. Für die Annahme dieses Auftrages verlangten wir ein Leben. Mortier bot uns seine Mutter, und wir nahmen an. Lucien hat sich um dieses Detail schon gekümmert. Oha. Vergießt etwas Blut für mich, lieber Bruder. Seine Mutter dafür aufs Spiel setzen. Naja. Für manche Leute ist das eigene Leben natürlich wichtiger. Für die meisten, glaube ich. So. Wir müssen jetzt nach Kurol und in ein Haus einbrechen. Aber warum einbrechen? Dann können wir doch einfach reingehen und nett plaudern. So. Einmal hier an den Statuen vorbei. Und dann das Haus hier. Ich dachte immer, das wäre... Speichern. Ach, dafür haben wir die Dietriche gar nicht. Oh, das klappt ja jetzt gut. Aber am letzten scheitert es immer. Oder auch nicht. Oh, ha. Hallo. Ihr müsst derjenige sein, von dem Lucien Lachance mir erzählt hat. Ich habe euch erwartet. Ich fürchte, wir haben nicht viel Zeit. Ich habe mir eine beträchtliche Menge Gold von einigen Gestalten aus der Unterwelt geliehen. Ich konnte eine Rate nicht zurückzahlen. Jetzt wollen sie nicht einmal mehr das Geld. Sie sagen, ich hätte sie beleidigt. Sie haben einen Vollstrecker geschickt, um mich zu töten. Sein Name ist Verbirgt sein Herz. Und er ist auf dem Weg hierher. Darum habe ich euch angeworben, damit ihr meinen Tod inszenieren könnt. Okay, fahrt fort, Mortier. Ich höre zu. Also, wenn Verbirgt sein Herz ankommt, werde ich ein kleines Schauspiel inszenieren. Ihr verletzt mich mit dem vergifteten Messer und dieser widerwärtige Vollstrecker wird denken, ich sei tot. Ihr müsst aus Korol fliehen und Verbirgt sein Herz darf nicht getötet werden. So kann er dann zurückkehren und seinen Auftraggebern berichten, dass ich tot bin. Wartet einen Tag, bis meine Leiche in der Kapellengruft von Korol aufgebahrt wird, dann könnt ihr mir das Gegengift einflößen. Habt ihr alles begriffen? Gut. Verbirgt sein Herz wird jeden Augenblick hier sein. Seid bereit. Oh, ich hoffe, dass alles funktioniert. Gut, schnell das Schwert nehmen. Mattweinklinge. So, er soll das auch miterleben. Einmal speichern. Soll es auch miterleben. Mortier, ich weiß, dass ihr hier drin seid. Meine Auftraggeber sind sehr verärgert. Ich komme jetzt herein und dann könnt ihr um euer Leben betteln. Nicht, dass es euch helfen wird. Guck mal, bumm. Mortier hat einen Hieb mit der Mattweinklinge erhalten und schien wie erwartet an den Wunden gestorben zu sein. Ich muss jetzt aus Geroll fliehen und Verbirgt sein Herz am Leben lassen. So, Verbirgt sein Herz. Schnell raus hier. Verfolgt er mich? Nein. Aber ich habe... Er hat es noch mitgesehen. So, wir sind... Ich hätte mir jetzt gedacht, diesen Auftragskiller mehr so in Schwarz oder so zu sehen. Aber egal. Ich bin aus Kurol geflohen und Verbirgt sein Herz wurde nicht getötet. Ich muss jetzt einen Tag warten, damit Mortier entdeckt,
damit Mortier entdeckt und in die Kapellengruft von Kyrol gebracht werden kann. Dort muss ich Mortier finden und ihm das Antidot verabreichen, das ihn wieder zum Leben erwecken wird. So, einen Tag warten. Lalala. Ich habe noch so eine hübsche Geschichte, die dauert aber jetzt zu lange, die zu erzählen. Sonst, das könnte man mal so auf, wenn wir rumreiten, erzählen. Mit dem Pferd irgendwo hin, aber das wird jetzt wohl erstmal nicht passieren. Bei der dunklen Bruderschaft, na, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was noch kommt. So, jetzt müssen wir erstmal ab in die Kirche. Und wo haben wir die denn da? Haben die anderen Städte eigentlich Laternen? Mir fällt das jetzt gerade so auf in dieser Stadt. So. Ich schätze mal, für die Gruft brauchen wir mal wieder Dietriche. Die ist bestimmt sehr schwer verschlossen. Kann ich mir vorstellen. Wie ist das Wertebefinden? Nee. Ab nicht verschlossen? Das wundert mich jetzt aber. Können wir einfach so durchstolzieren. Da liegt er. Ich habe Francis Mortier das Mattwein gegen Gift angeflößt und er ist aus seinem von Gift hervorrufenden Schlaf erwacht. Ich sollte jetzt mit ihm reden und nicht vergewissern, dass es ihm gut genug geht, um zur Grauen Stute zu reisen. Er wacht nicht auf. Ach doch, jetzt. Ich hatte mal das Problem, dass nichts passiert ist oder ich diesen Trank nicht hatte. Oh, ich bin etwas steif, aber ansonsten unversehrt. Ah, ja, die Gruft. Meine Familie ist hier begraben, wisst ihr? Was mich auf etwas bringt, das ich möglicherweise noch nicht erwähnt habe. Meine Vorfahren sehen meine Auferstehung als Schändung ihres Grabes an. Diese Gruft ist, tja, sehr verflucht. Bei einer Schändung steigen meine Vorfahren aus ihren Gräbern, um ihre Ruhestätte zu verteidigen. Ich kann sie schon kommen hören. Ihr müsst mich schützen. Geleitet mich zur Grauen Stute, wo ich meine Flucht aus Kyrol organisieren kann. Da kommen sie. Oh nein, Tante Margaret, ihr seht ganz schön fertig aus. Euer Schlimmstes. Oh, infiziert. Tante Margret, ja, hübsche Tante Margret. Oh, die hat Gold dabei sich. Noch mehr? Nein. Andere Seite raus. Und. Oh. Nicht, dass Mozia hier stirbt, ne? Okay, der hat keinen. Einmal speichern. So, wir können wieder das Schild nehmen. Oder wir gehen ohne Schild, das sieht so besser aus. Dass die hier nichts sagen. So. Grauen Stute. Ist das nicht, dass der was Böses will? Die, hallo! Achso, die hört sich ja ganz nett an. Ja, auch ein großes Schwert. Na los. Bist ja so lahm. Warum bin ich denn so schnell? Ah, die graue Stute. Von hier aus kann ich Transportmittel für meine Flucht aus Cyrodiil organisieren. Ihr habt mir gut gedient, Assassine. Danke, François danke. François steht für immer in eurer Schuld. Lebt wohl. Quest beendet? Quest beendet. Gut, zurück nach... Das war eigentlich eine ganz nette Quest. Wenn man Bugs hat, wie ich hatte, wie ich schon erzählt habe, dass er nicht aufersteht oder man den Trank irgendwie nicht gekriegt hat, dann ist das blöd, aber... Das hat ja jetzt ganz reibungslos funktioniert. Wir können eigentlich ziemlich weit springen.
fällt mir so auf. Und hoch. Das ist sehr gut. So. Was war jetzt eigentlich der Bonus? Haben wir irgendwas falsch gemacht? Irgendwie... Na gut, okay. Wir fragen einfach und mal gucken. Es kann auch sein, dass ich was falsch gemacht habe. Dass wir keinen Bonus kriegen, aber das... Ah, Mutier ist also entkommen. Gute Arbeit. Als Bezahlung überreiche ich euch dieses Amulett. Das Herz der Grausamkeit. Ihr werdet auch weiter befördert. Ich verleihe euch hiermit den Titel eines Eliminators. Euer Blut ist kalt und euer Herz wie Stein. Ihr seid die Verkörperung von allem, wofür die dunkle Bruderschaft steht. Hiermit überreiche ich euch diesen Schlüssel. Damit öffnet ihr den Brunnen über uns, hinter dem verlassenen Haus. So erlangt ihr unerkannt und schnell Zutritt zu dieser Zuflucht. Ja, endlich haben wir den Schlüssel gekriegt, wovon ich schon geredet habe. Jetzt können wir ganz schnell, blapp, raus und rein. So, jetzt können wir hier wieder rein und tada. Na, ihr seid ja ehrgeizig, was? Ich fürchte, ich habe keine weiteren Aufträge für euch. Unsere Zusammenarbeit ist nun vorbei. Meldet euch stattdessen bei Ocheva, hier in der Zuflucht. Von jetzt an erhaltet ihr eure Aufträge von ihr. Sie wartet bereits auf euch. Bevor ihr geht, will ich noch auf ein Angebot...